Hallo beieinander. Wir sind jetzt wieder bei unserem Leinenfeld. Das war ja eins unserer Projekte dieses Jahr. Und heute ist soweit, dass er abgemäht wird. Er wird nämlich abgemäht, damit er dann ein bisschen trocknen kann. 2 Tage ungefähr. Und dann kann man dreschen. Das liegt daran, dass von dem Lein die Stängel so faserig sind, dass sie die um alle möglichen Gelenkrollen und so weiter im Mähdrescher wickeln dann, sodass die wohl geschicktere Methode ist, den zuerst abzumähen, dann trocknen zu lassen und dann zu dreschen. Und auch, weil wir, wie man da auch sieht, teilweise noch grüne Stängel drin haben. Wir müssen aber schon langsam mähen oder halt ernten, weil das Wetter jetzt dann auch schlecht angesagt wird und halt diese heiße Erntezeit jetzt dann vorbei ist. Zumindest trauen wir uns nicht, den noch recht viel länger stehen zu lassen. Na, da hinter uns sieht man auch unser Leinfeld noch ein bisschen besser. Wie gesagt, das ist ja ein Experiment und dieses Jahr haben wir es jetzt nur gestriegelt. Und das Nur einmal, genau. Weil ja, der Leim braucht relativ lang, bis er dann groß genug ist, dass man striegeln kann. Und ja, dann war das die einzige Unkrautbekämpfung und deswegen sind ist relativ viel Melde drinnen. Und vielleicht waren wir auch zu zaghaft. Vielleicht hätten wir uns auch schon trauen dürfen, aber haben es halt nicht da. Genau, und das werden wir beim nächsten Mal anders machen. Es gibt ja auch Leute, die bauen so in einem Reihenabstand an, dass man ja, hacken kann. Wenn da jemand Erfahrung hat, freuen wir uns gern über Erfahrungen, über Erfahrungsberichte. Genau, so schaut er übrigens aus, der Lein. Da sieht man ein bisschen näher. In den Kapseln sind die Leinsamen drin. Wenn man schüttelt, hört man schon, dass da Leinsamen drin sind. Wir können mal eins aufmachen und schauen, ob man was sieht. Ja, genau. Da sind die Leinsamen. Genau, so schauen die aus. Und wir hoffen, dass wir einiges dabei haben für unser Leinöl, das wir dann wieder pressen. Genau, und die meisten kennen uns ja vielleicht eh schon aus dem Müsli. Leinöl und Samen sind nämlich beides sehr gesund, genau, und schmeckt auch sehr gut. Und schaut als Deko wirklich toll aus. Genau. Und wir sind jetzt gespannt auf unsere Ernte und werden dann berichten über unseren Ertrag und ja, was wir dann ja, nächstes Jahr anders machen müssen, gegebenenfalls. Genau. Genau. Okay. Gut. Dann, bis bald.